Hello again. Na, Wiedersehen. Na. Ach, scheiß drauf, Mann. Irgendwie habe ich das mit dem Text noch nicht richtig drauf. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen üben. Endlich sind wir da. Nach 3 Stunden mit meinem Onkel im Bus ist es sogar in der Hölle noch schöner. Und du, Murat, du scheinst dich ja mit dem fast auf einer Welle zu bewegen. Hätte ich echt nicht gedacht, dass du so schnell zum Feind überläufst. Was? Wie? Ich laufe über? Also ich sehe kein Anzeichen, dass ich in irgendeiner Art und Weise aus- oder überlaufe. Und mit Cowards schwimmt schon ja nicht auf einer Wellenlänge, Alter. Murat, das ist ein Sprichwort. Ihr schwimmt auf derselben Wellenlänge. Das bedeutet so viel, dass du dich sehr gut mit meinem Onkel verstehst. Naja, gut verstehen würde ich nicht behaupten. Ich meine, du hörst es ja selbst. Ich habe ja nicht mal die erste Strophe von seinem Song richtig verstanden. Der nuschelt so sehr in seinem Bart, also da kann von Verstehen absolut keine Rede sein. Ach, ist doch jetzt auch egal. Ich bin einfach nur happy, dass ich die Busfahrt mit dir und Howard überlebt habe. Das waren ja 3 Stunden Mutantenstadel, gemixt mit DSDSDS. Nee. Hi Leute, war eine geile Fahrt mit euch. Ich hau nun ab. Ich muss mich noch ein bisschen für meinen Auftritt vorbereiten. Okay, Kaffenteil, wir hören uns. Du hast ja meine Nummer, wa? Los, komm, Murat. Lass uns mal zum Blackjack-Tisch da drüben gehen. Wir müssen die 80 Eus vermehren. Willst du dich nicht von deinem Onkel verabschieden, Alter? Welcher Onkel? Ich weiß nicht, von was du redest. Na, das nennt man offensives Verdrängen, mein Mister. Du verdrängst offensiv, dass du einen berühmten Onkel hast. Wenn du weiter so machst, verdränge ich auch, dass du mein Kumpel bist. Und dann verdränge ich dich und Caro und Jenny und alles, Alter. Selbst die Schenkel. Ach nee, die verdränge ich garantiert nicht. Ach so, okay. Du hast keinen Onkel. Naja, hätte ja sein können, dass hier irgendwo jemand von deiner Verwandtschaft rumtigert. Aber du, was wir nun nicht verdrängen sollten, ist, dass wir das Geld verdoppeln wollen, um Werner aus Guantanamo rauszuholen. Ganz genau, mein Bester. So sieht's aus. Aber ich glaube, doppeln reicht nicht ganz aus. Da sollte schon mehr rumkommen. Also, keine Angst, mein skeptischer Freund, Mr. Skeppy. Keine Angst, die Taktik ist 100% sicher. Da bin ich gespannt. So, Lenny, du nimmst 40 Euro, ich nehme 40 Euro. Wenn du einen König auf der Hand hast, dann zwingerst du mit den rechten Augen zu. Wenn du eine Dame auf der Hand hast oder einen Buben, dann zwingerst du mir mit dem linken Auge zu. Und wenn du einen Ass hast, wusstest du. Und natürlich, wenn du am Ende noch eine 10 hast, dann gehst du dir durchs Haar. Okay, ist hier merkt man, Mester. Und dasselbe gilt für dich, wa? Das mit den Haaren auch, ja? Ganz genau, mein Mester. Und wenn ich mich kratze, dann bedeutet das alles oder nichts. Also setzt du dann alles und wenn ich huste, dann bedeutet das, du steigst aus. Okay, ist hier bongt. Das klingt nach einem soliden Plan. Da kann ja absolut nichts schief gehen. Keine Angst, mein skeptischer Freund. Was soll denn da schief gehen? Das Einzige, was schief geht, bist du nach 3 Flaschen Jägermeister. Außerdem, was soll denn schief gehen? Im Film hat's auch geklappt. Na toll. Du willst also sagen, dass du die ganze Sache aus einem Film kennst? Das glaube ich nicht. Wir stecken also die ganzen 80 Euros in einen Trick, den du aus einer Hollywood-Macke kennst. Na toll. Ey, hab dich nicht so, mein. Ich meine, was im Film geht, das klappt doch im echten Leben. Also, und was ist denn so schlimm, wenn es nicht klappt? Ich meine, dann haben wir ja immer noch die Sache mit Plan B. Ich bin ehrlich, Murat, der gefällt mir. Viel besser der Plan B. Ich meine, was soll denn da schief gehen? Ich bewaffnet mit einer M15 und mit 4 Bombengürteln gespickt, mit Handgranaten. Was bitte soll da schief gehen? Jenny, sei doch mal realistisch. Na und? Also mir hat der Guerilla-Plan von Werners Onkel gefallen, Alter. Wir zu zweit auf Havanna und dann voll durch die Wälder, Alter. Das geht ab, denn ratatatata, ping, ratatata, ran, pam, bum, bum. Irgendwie versuchen wir das richtig gut durchzuziehen da. Ich meine, hey, du zitterst doch schon recht krass. Und dann musst du noch A, aufpassen, dass du nicht von Kugeln durchsiebt wirst und B, dass du dich nicht selbst in die Luft jagst mit deinem Raketen- und Granatengürtel. Und C, musst du auch noch aufpassen, dass du andere nicht verletzt. Wie gesagt, das ist Plan B und nun aber zu Plan A. Und danach gehen wir aber was trinken, oder? Ich meine, dann kann ich wenigstens sagen, dass ich nur schief gehen konnte. Okay, auf geht's, mein Messer. Ganz genau.